So, da sind wir, Mr. Zensa. Moin. Und wir heißen euch alle herzlich willkommen zur Ausgabe 16 des Comic Course, dem zweiwöchentlichen Comic-Podcast von den Chorknaben. Wir waren ein bisschen länger nicht da, falls es Ja. aufgefallen ist. Wir haben ein bisschen busy ein paar Sachen zu tun gehabt, den Sommer über, das Sommerloch über. Aber ich denke, jetzt werden wir wieder mehr oder weniger es schaffen. Lief ja schon besser wie letztes Jahr, muss man dazu Ne? Ich gestehen, meine, wir haben eigentlich. Also jetzt 16 Ausgaben haben wir jetzt schon, also wir kommen voran. ja. Und ich sag mal, gut, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 2 Monate kurz dazwischen? Ich glaube noch nicht mal. Ja, nicht ganz. Also auf YouTube ein Nicht bisschen ganz. weniger, aber auf YouTube lade ich die Sachen ja immer ein bisschen verspätet hoch. Bisschen Da fehlt, glaube ich, immer noch Ausgabe verspätet. 15 aktuell. Ja, kann gut sein. Macht Aber nichts, die anderen immerhin. sind ja noch nicht so lange da. Eben. Deswegen geht das ja. Ansonsten, wenn ihr über YouTube das Ganze zuguckt, ihr habt unten die Timestamps. Da könnt ihr natürlich dann euch durchklicken, wann über welches Comic geredet wird. Dass ihr Was euch da mehr interessiert. nicht, genau, nicht zwingend alles anhören müsst oder random rumklicken müsst. In diesem Sinne fangen wir an. Ich habe heute leider nur zwei, denn die Hefte, die ich gelesen habe, waren alle ein bisschen dicker und haben dann dementsprechend mehr Zeit in Anspruch genommen. Ach, Aber der ehrlich. Zensor hat drei. Genau, das Problem habe ich ja nie, wenn ich die deutschen Varianten lese, wo es so gut wie gar keine Ongoing-Serien gibt und nur solche Dinger. Ja. Gut, egal. Ich habe mich daran gewöhnt. Du übst dich daran noch. Ja, ich bin Nein. da noch nicht so im Flow. So, also ich fange dann diesmal an. Ich habe drei Sachen gelesen. Ach, ich langweile ihn schon. Geht schon los. Direkt los, ich klicke das erste an und da haben wir Green Lantern. Ja, Green Lantern von Grant Morrison. Ist jetzt eine neue Reihe. Ich weiß nicht, die fangen ja irgendwie alle paar Monate mit Band 1 an. So durchgängig gibt es da ja irgendwie nichts. Ja, da Jedes bin Mal. ich auch kein Fan von. Also, ich meine, auch die Story fängt ja dann mehr oder weniger von vorne irgendwie an, ne? Darauf wollte ich gerade hinaus, tut's hier nicht. Okay. Es ist nicht typisch, dieses, und das hat Green Lantern in den letzten Jahren fast nie gemacht. Ich hatte mir vor 5, 6, 7 Jahren mal einen Green Lantern geholt. Lost Army oder so, oder Hal Jordan, der Green Lantern. Und da habe ich Ja. gedacht, gut, jetzt fängst du damit an, ist der erste Band von einer neuen Reihe, so, dann kommst du mal rein, weil Green Lantern mich früher nie so gereizt hat. Ja. Und dann fange ich an mit, ja, er ist der Ausgestoßene, also bei dem alten Buch, er ist der Ausgestoßene von den Green Lanterns und hat denen was geklaut und er darf nicht mehr zu denen. Ich denke, Alter, wo ist denn das Teil 1? Ich bin total verwirrt, jetzt schon. Und hier ist es, sag ich mal, ähnlich. Man hört hier keine Vorgeschichte. Wenn man sich im Green Lantern-Universum nicht auskennt, versteht man ein paar Sachen nicht. Also es ist wirklich schon so gefasst, wenn ich es dir geben würde, du würdest die ganze Story verstehen. Und ich glaube sogar, das wird dir sehr viel Spaß machen, weil das ein sehr düsteres ist. Es ist ja Green Lantern. Gerade Hal Jordan wird ja immer so ein bisschen als der Komiker, der, ne, hat keine Angst und ich mache immer einen blöden Spruch und so. Und das hat sich die letzten Jahre eigentlich sehr entwickelt zu einer ernsten Sache. Gerade Hal Jordan ist eigentlich schon ein sehr ernster Typ geworden. Okay. Und dieses hier von Grant Morrison, der ja auch bekannt ist für ernste Batman-Comics, wie der, wo Batman stirbt, Batman RIP, kennt ja jeder eigentlich, denke ich, ist es hier auch. Es geht sehr düster zur Sache. So, Green Lantern, Sieht also das Hal. gar nicht nach aus am Anfang auf dem Cover. Ja, gut, ich sag mal, zumindest lächelt er nicht, ne? Jetzt so, Saubermann Superman lächelt fast immer auf jedem Comic. So, um es mal nett auszudrücken. Nein, also es ist schon sehr düster und Aber es sieht ein bisschen oldschool aus, dem Cover nach zu urteilen. Ist es auch innen drin so der Fall? ja und nein. Ich finde, dass die Gesichter sind sehr oldschool, wie auf dem Cover gezeichnet, Ja. aber die Umgebung ist recht. Also so recht modern, sage ich, aber immer noch in einem, jetzt nicht übermalten Ton, weißt du, es gibt ja sonst immer dieses überdrehte Neumoderne, alles Ja. hyperbunt und so. Ja. So ist es nicht, aber ich finde halt gerade die Gesichter sind alle sehr ernst und kantig gezeichnet. Und das finde ich eigentlich sehr gut bei denen. Also hier passt es super rein. Ja, würde ich sagen, wenn die Story auch so ein bisschen in die Richtung geht, ein bisschen düsterer, dann passt das, ne? Ja, hier ist es halt so ganz am Anfang, ist Hal Jordan auf der Erde, guckt in die Sterne und wirkt so ein bisschen betrübt so und hat quasi keinen Job und dann taucht und er, so wie es in dem Comic dargestellt ist, hat das Green Lantern Corps, also die Wächter, die da über den Korb wachen, haben ihm Ja. quasi gesagt, du bist jetzt erstmal
du bist jetzt erstmal suspendiert, so ungefähr. Du bist jetzt Okay. erstmal auf der Erde, fertig und so. Und dann stürzt ein Raumschiff ab von so einer Hintergrundgeschichte, wo auch ein Green Lantern drin ist, den er kennt. Und er hat ja den Ring und alles noch, aber er hat halt keine Laterne, womit er sich aufladen kann. Also er kann sich höchstens bemerkbar machen, mehr aber nicht. Und dann sagt er hier, ich rette dich, du musst mir deine Laterne. Und dann leiht er sich die Laterne von dem verletzten Lantern und sorgt halt dafür, dass der gerettet wird und ist wieder Green Lantern und zieht los und versucht dann zu klären, wovon der gestorben ist, was da entkommen ist. Und dann erfährst du so die Hintergrundgeschichte, dass da die Black Stars, das ist dann so ähnlich wie Green Lantern, nur so eine Art Böse, Okay. die sich gerade zusammenrotten und sich die verschiedensten Waffen oder Sachen sammeln, um eine große Waffe zu bauen. Und du merkst halt, wie Hal Jordan richtig depressiv wirkt, sag ich jetzt mal. Auch weil ihm das Green Lantern Corps, er ist ja sehr gegen die Regeln immer. Dieses, ich muss jeden beschützen und ich muss dies machen und ich darf nie jemanden groß richtig bestrafen. So, das machen ja immer die Wächter. Ja. Und das Problem hat er wohl schon immer. Auch in anderen Comics merkst du das, dass er sich immer ein bisschen gegen die auflehnt. Er ist ja nicht ein Böser oder so, aber er lehnt sich immer ein bisschen gegen das Prinzip auf. Und hier ist es halt auch so. Und dann trifft er halt so Sklavenhändler, die auch die Erde und andere Planeten entführt haben. Und da ist einer dabei, der Anführer von denen. Und dann sieht er so, wie die Kinder für die arbeiten müssen und schon total verrottet sind. Nur von der Arbeit, die Kinder. Und dann Okay. dreht er durch und tötet den erstmal. Dann ist natürlich, ne, er ist ein Cop, also Ja. kriegt er natürlich Strafe. Und dann versucht er sich den Black Stars dazu zu gehören. Ja. Und versucht das. Und dann ist, Anzuschließen ist das Wort, das du richtig, suchst. danke, danke. Und deswegen darfst du mitmachen, wenn wir so eine Sendung machen. Und dann kommt er halt auf diesen Planeten und das ist so ein richtig runtergekommener, alles düster und alle sind halb tot und töten sich gegenseitig und es ist wie so eine Schattenwelt, kannst du sagen. Es ist halt wirklich richtig düster und deprimierend. Es gibt immer noch, Hal Jordan macht immer noch mal hier so einen Spruch und mal da so einen Spruch, aber es ist schon sehr ernst, finde ich. Und das Echt. finde ich schon sehr Aber geil. es ist ja kein Black Label, ne? Es ist ja echt das Nee, Stück. also es ist, sage ich mal, auch nicht so wie jetzt, wie die Batman-Dinger oder wie White Ja, Knight. Also es ist immer noch ein Green Lantern. ja. Ja. Aber man merkt schon, dass es in eine sehr düstere Gegend geht. Okay. Und das finde ich sehr geil. Also da freue ich mich auch auf den zweiten Teil. Storytechnisch möchte ich jetzt auch nicht weiter. Ich finde das mit dem Black Stars, dass ich das schon verraten habe, Ja, es reicht ja, dass du das eine reicht auch, finde Tendenz ich. hast, ja. Aber sehr geil. Also ich bin, früher war ich auch überhaupt kein Lantern-Fan und dann kam halt dieses mit Hal Jordan, der Außenseiter. Das hatte ich das erste, was ich mir geholt habe und da war ich so begeistert von, dass ich mir direkt noch drei andere Lantern-Reihen auch noch geholt habe. Jetzt ist das ein paar Jahre eingeschlafen. Jetzt wollte ich hier mal gucken, weil das auch ein bisschen hochgepriesen ist mit diesem, die steht auch hier ganz dick drauf, die neue Serie von Grant Morrison und so nach dem Motto, muss jeder kennen, diesen Comiczeichner und so. Ich sag mal, die Comics sagen mir auch was, die er gemacht hat. Der hat auch Arkham Asylum wohl mitgemacht. Ja. Aber heißt ja nicht, dass ich jeden Namen kenne. Nee, nee, Oder nee. dass man direkt was damit in Verbindung bringt. Aber das, muss ich sagen, hat mich jetzt überzeugt. Da freue ich mich auf den nächsten Teil. Und das ist jetzt Ja. ganz neu. Also, es ist jetzt 2 Wochen oder so draußen, wenn überhaupt. Ja, also ich könnte mir vorstellen, im Englischen war es wahrscheinlich wieder eine Ongoing-Serie, die Kann vor ich. einem halben Jahr kam oder so, oder vor einem halben Jahr beendet ist, wenn beide Teile. Auf Deutsch ist das zweite Teil dann das Ende oder kommt da noch mehr? Kann ich dir so nicht sagen. Bei hier steht jetzt halt nur, dass das im Frühjahr 2020 kommt. Green Lantern, witzigerweise mit Green Arrow. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Die grünen Episode. Ja, die grünen Episode, ja. Ja, nee, kann ich dir so nicht, kann ich dir gerade echt nicht beantworten, ob das im Englischen, wahrscheinlich eine Ongoing-Serie ist ja eigentlich irgendwie typisch Aber ich guck für. mal nach, komm wir. Ah, warte mal, hier habe ich Ne? es ja. Erschienen 16. Juli. Also so alt ist es jetzt auch nicht. Nee, ist als gebundene Ausgabe rausgekommen. Ja, da habe ich ja das Gegenteil hier. Okay, ich habe es jetzt nur gefunden auf Also hier ist Englisch. jetzt, haben sie gerade über Heft 12 geredet. Von wann ist diese Nachricht? Vom 30. September 2019. Comes to a shocking close. Okay, also 6 Hefte waren wahrscheinlich das Buch, was du hast. Und die nächsten 6 Hefte kriegst du jetzt, weil jetzt am 30. frisch.
Heft 12 das Finale kam. Wann kam denn da der erste Teil raus, den du da gerade hast? Weißt du das? Ja gut, wenn das jetzt Heft 12 ist, dann muss das letztes Jahr im Sommer gewesen sein, Ja, da roundabout. kann es natürlich sein, weil hier ist die englische, die gebundene Ausgabe, 16. Juli. Ach Kann ja auch so, sein. ja, genau, Das ist nee. dasselbe, was ich habe, nur in Englisch. Ja. Ja, dann machen die das danach. Die machen das ja dann auch in Amerika, machen sie es ja auch so gebunden. Ja. Ja. Alles klar. Ja, also für dich auch empfehlenswert, muss ich sagen. Also. Ja, also kriegt es echt interessant, dadurch, dass es ein bisschen düster ist. Also wenn ich mal wieder eine Lücke habe, werde ich es auf jeden Fall mir mal zu Gemüte führen. Ich bin ja gerade noch am Suchen. Und ja, erinnere mich mal nach der Folge. Ich will für bald mal ein Special vorbereiten, dass du mich daran erinnerst. An was denn? Nur Special oder Ja, das Special. Ja, Special wie Schmarrn, ne? behindert oder? Ja, Okay. Spezialität. So, dann bin ich dran und ich habe ja immer noch meine Ongoing-Serien natürlich. Ich habe übrigens ein neues Heft gelesen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, wie das heißt. Das war echt Sehr gut. schrecklich. Das war wirklich schrecklich. Ich werde das gleich mal, ich zeige das mal eben kurz, pass auf. Das war von Dark Horse Comics. Es ging um, es war so ein Future-Ding, so ein Sci-Fi. Es ging um so ein Krieger-Roboter-Typ, der nach neuen Planeten zum Draufleben suchen sollte. Und es war einfach alles super generisch und total langweilig. Also, ich habe echt nach der Hälfte aufgehört zu lesen. Jetzt finde ich es gerade nicht. Serien. Ach, Dark Horse auch hier in den Releases. Die sind auch echt nicht so gut sortiert hier scheinbar. Grendel heißt es. Wie schreibt man das? Grendel. Und dann Devil's Odyssey ist jetzt halt. Heft 1 kam frisch diese Woche raus. Ja, und er sucht halt im All nach einem neuen Planeten für die Menschen zum drauf leben. Er ist halt irgend so eine super Killermaschine von was auch immer und das ist echt Direction ja. Naja, auf jeden Fall man sieht es vielleicht schon, hast du schon mal gefunden, ne? Grendel. Pass auf, ich halte es mal Nee. beim Sense jetzt hier in die Kamera. Jetzt bist du kurz weg. Damit ihr das mal eben seht. Ne? In Sense, im Bildschirm seht ihr es jetzt gerade. Grendel. Es sieht so ein bisschen aus wie Spawn Venom in Mischung irgendwie halt. Ja, irgendwie schon. Ich habe Und. nämlich ein anderes Bild gefunden, wo ich nicht dachte, ob es das ist, weil Ja. das irgendwie aussieht wie, ja, wie Spawn, Venom und ein bisschen Wolverine so. Ja, Aber und. das ist das, ja. Ja, und unten ist halt noch der Kopf, das ist so eine Drohne, die er dabei hat. Und naja, also das war ein Reinfall. Deswegen habe ich leider nichts Neues, weil das war das einzig Neue, was ich zeitlich versucht habe in der Weil das Zeit. Zeichenstil technisch ja auch zu Comics ist, was zu dir passen würde, also Ja, von dem genau. Cover. Also vom Cover hat es mich auch gecatcht. Ich habe es gesehen, dachte, okay, cool, das könnte was sein. Und wie gesagt, die Story ist halt, dass sie einen neuen Planeten suchen und die versuchen so ein bisschen witzig zu sein, der Talk zwischen der Drohne und ihm halt, ne? Von wegen so, hey, wir suchen nach einem neuen Planeten, auf dem man leben kann, ne? Ja, guckt, dass dieser wirklich vernünftig ist. Oder ne, genau, er sagt zum Beispiel, wieso, wir hatten doch schon zwei, die eine erdähnliche Atmosphäre hatten, ne? Und dann sagt er, die Drohne hat ja, aber da waren halt, was weiß ich, 100.000 Volt Blitze in 2-Sekunden-Takt runtergerattert oder Gift, was auch immer, Dinger. Und deswegen Ja. waren die nicht ganz so zum Leben gedacht halt. Also machen sie ein bisschen witzig halt, ne? Okay. Aber echt nicht, also hat mich echt nicht gecatcht. Also er landet dann auf dem Planeten und jetzt hätte ich das Cover hier ruhig mal machen können, wenn ich eh drüber rede. Habe ich auch Ne? gerade Naja, gedacht. ich mach schnell. Er landet dann auf dem Planeten und dann kommt auch das erste Rieseninsekt und das hackt er dann klein und dann sind da die Ureinwohner, die ihn für einen Gott halten und ach, Ist also er denn ein Mensch, wenn ich mal fragen darf, ich aber. glaube ja. Oder war mal ein Mensch ist oder ist eine Killermaschine, Klon, ich weiß es gar nicht. Es wird gar nicht am Anfang nicht so erklärt. Also ich habe echt, naja. Was sich da richtig mit befasst. Ich habe da Killer, wirklich Maschinen, mit. Klon, Roboter. Ja, ich habe echt. Also, ich habe halt einfach keine Lust mehr gehabt. Das war echt so abgedroschen. Die Geschichte hat mich halt nur gecatcht, leider. Ich war ein bisschen enttäuscht nach der Optik. Dachte ich, das ist was. Okay, ist scheiße, Oblivion Song. Oblivion Song. So, Oblivion Song ist mittlerweile im dritten Geschichtenteil quasi. Ne? Da ist jetzt.
Wir haben ja angefangen mit der Erklärung, wie das, also erstmal war so die Einführung in die Welt, in die Story, in die Geschichte, wo erklärt wurde, was passiert, wo einfach nur das erstmal passiert ist, ne? Es gibt eine Parallelwelt und da haben sie sich draus, rettet der Leute draus. In der zweiten Passage der bisherigen Story haben sie dann erklärt, wie das Ganze passiert ist, wer der Hintergrund war und wie sie es versuchen, damit jetzt in Zukunft umzugehen, nachdem sie jetzt den durchgehenden Kontakt zu Oblivion haben. Und da war auch schon der Grundstein gesetzt für das, was jetzt als dritter Story-Arc gekommen ist, nämlich die Gesichtslosen, wie ihr da auch schon auf dem Cover seht. So sehen die Typen halt aus. Das sind so ganz drahtige, dreimal so groß, dreimal so hoch wie Menschen. Die Sieht alle auch so aus, so. als hätten sie gar keine Köpfe, oder? Ja, genau. Also einer hat jetzt einen halben Kopf, dann siehst du manche, die haben so, sie sehen so aus wie so ein Bienenwabennest. Die haben dann halt zwar einen Kopf in Anführungsstrichen, aber dann drei sechseckige Löcher drin. Der hat jetzt nur noch einen halben Kopf und unten ein Loch drin. Also sehr, sehr merkwürdige Gesichter und halt so drei große Finger und auch drei große Zehen und wie gesagt, so dürre lang. Also sehr, sehr abstrakte Aliens, ne? Okay. Ja, und im zweiten Part war es halt so, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht spoilere. Also im zweiten Teil gab es einen Schwarzen, der schon, einen Typen, der im Oblivion lebt, der gesagt hat: Hey, meine Frau, meine Kinder wurden von Gesichtslosen entführt, so hat er die auch genannt halt, ne? So hast du das auch mal gesagt. Das Genau, genau. war schon das Ende von so einem Part, glaube ich, oder so. Genau. Und das haben sie ihm nicht geglaubt. Sie haben geglaubt, er hat die umgebracht und haben ihn ausgestoßen. Der arbeitet jetzt aber mit den Gesichtslosen zusammen. Die haben ihn dann irgendwann gefunden und mit ihm zusammen holt er die Menschen, hat er die Menschen dahin gelockt, damit die Tests an denen machen können. So ganz klassisch Alien-mäßig halt, ne? Okay. Das ist das, was quasi in Anführungsstrichen aktueller Stand ist. Catcht es dich doch. Ich bin echt kurz davor, mit der Serie aufzuhören, tatsächlich, nach dem aktuellen. Ich werde jetzt den Arc, ich glaube, es sind noch, das sind sechs, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Hefte noch. Ich glaube, noch zwei Hefte, dann ist, ein oder zwei Hefte, dann ist die Story zu Ende halt, ne? Also Der hört sich bei dir nächste auch so an, das Arc, ist ja so. also der nächste Story-Arc ist zu Ende, nicht die Serie, die geht erstmal Nein, weiter. nein, nein, nein. Ja. Ich meine, bei dir hört es sich so an, als ob du da, weil wenn ich darüber nachdenke, wie du die ersten beiden Male darüber geredet hast, war das sehr, du fandest das sehr gut. Also das hörte sich sehr spannend an und jetzt, Ja, es war wie so die anfangs. Luft raus ist Ja, irgendwie. genau. Also ich finde halt, mich catchen diese Aliens halt irgendwie überhaupt nicht halt, ne? Die sind halt so überabstrakt, so überriesig und überstark und theoretisch haben die Menschen keine Chance gegen die halt, ne? Es wirkt halt ein bisschen komisch. Also was sie scheinbar versuchen, dass so die Tendenz dahin ist, dass eine dieser Spritzen mit so Spritzen oder mit so elektrischen Geräten oder so kleinen elektrischen, wie so Betäubungspfeile, kann man zwischen den Welten springen. Ne? Das ist die Technik, die sie halt entwickelt haben, die Menschen. Und sie haben so eine Spritze gefunden und vermuten auch schon, dass es genau das ist. Und das ist das, wonach sie suchen. Das heißt, sie wollen halt jetzt die Menschen erforschen, herausfinden, wie sie darüber kommen auf unseren Planeten, in unsere Dimension. Und wer weiß, was dann da machen. Heißt ja eigentlich, dass die Menschen die Bösen sind und die Aliens ja nur wissen wollen, warum die kommen. Irgendwie. Nee, auch die, also soweit ich das gesehen habe, ist Oblivion auch nicht die Heimat dieser Aliens. Ja, Okay, also also sind das auch. nicht die Bösen, aber auch nicht die Guten. Nein. Also genau wie die Menschen sind sie einfach nur auf dem Planeten, ne? Wahrscheinlich über ihre Flugschifftechnik gekommen. Also nicht durch Dimensionssprung, sondern durch, ne, Okay. traditionellere Wege quasi. Soweit man das sehen kann. Also es ist halt echt so, ich weiß nicht, also mich catcht es halt echt nicht so sehr mehr, ne? So die Gesichtslosen finde ich uninspiriert irgendwie halt, ne? Die sehen halt überhaupt nicht beängstigend aus oder gruselig. Sagen wir mal, ich finde ich jetzt, also gruselig finde ich es nicht, ich finde sie sehen interessant aus jetzt auf dem Cover, aber es ist auch was ganz anderes, wie ich erwartet habe, als du gesagt hast, dass der eine Typ sagt, die Gesichtslosen sind hinter mir her. Ja. Da habe ich was ganz anderes erwartet, wie das jetzt. Ja, ich habe auch. Also ich meine, es sind halt so ein bisschen humanoid geblieben halt, ne? Aber die Gesichter sehen halt alle echt komisch aus. Und die haben halt echt, wie gesagt, einfach, das sind einfach nur irgendwelche, die haben halt nichts. Das sind quasi, wenn du willst, ein Luftballon mit unterschiedlichen Löchern drin, ne? Der eine hat wie ein Wespennest,
30 kleine Sechsecke drin, der andere hat ein großes Loch drin, der andere hat die obere Hälfte vom Schädel fehlt und unten sind zwei Löcher, der andere, also so wie man da jetzt sieht auch, ne? Mhm. Hinten rechts sieht man ja auch nochmal einen, der quasi so drei Löcher. Also sie sehen halt echt sehr, sehr merkwürdig aus. Was ich halt immer finde, ist so, es soll in meinen Augen, wenn man sowas macht, soll es ein bisschen Sinn haben, weißt du? So abstrakt das auch ist, es ist ja immer so, dass normalerweise die Natur sich was gedacht hat und theoretisch die Gesetze der Natur ja auch in anderen Welten gelten, die grundsätzlichen Theorie, in Theorie, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Und deswegen ist das halt so, was ich nicht ganz verstanden habe. Und da ist Pakis Schwester Evo da. Guten Abend, Evo. Hallo. Ja, und ja, das so viel dazu. Wie gesagt, ich werde jetzt noch das eine Heft weiterlesen und dann entscheiden, ob ich die Serie vielleicht doch fallen lasse. Okay, klingt jetzt, muss ich so sagen, schade, weil die ersten Sachen, die du gesagt hast, fand ich, klang sehr gut und hatten mich schon gereizt, dass wenn ich mal daran komme, mir die hole und weiß ich nicht, das klingt alles jetzt wieder so, als ob das die Story zu lang wird oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, es ist halt echt so ein bisschen irgendwie nicht mehr durchdacht. Jetzt, wir verlängern das jetzt einfach, so wirkt das jetzt gerade, zumindest wie du es erzählst. Ja, also dieser große Catch und dieses, ich hatte halt echt einfach mehr Grusel oder mehr Spannung erwartet, aber da ist irgendwie nichts bei rumgekommen. Deswegen. Okay. Schade. So, bin ich dran, oder? Es ist dein Turn und du hast als nächstes mitgebracht, ebenfalls von Kirkman, eine Sache, die er zwischen The Walking Dead und Oblivion Song geschrieben hat oder angefangen hat. Mhm. Läuft auch noch weiter, wenn ich mich nicht irre. Zumindest die Comics. Outcast. Ja. Okay, das ist ja schon mal ein sehr cooles Cover, was du da rausgesucht hast, muss ich sagen. Das finde ich jetzt, das Deutsche finde ich gar nicht so gut dann. Vergleichsweise. Ja, das sieht schon eher echt aus so Walking Dead mäßig, ne? Irgendwie so leere. Ja, jetzt müssen wir mal vom Zeichenstil sagen, ist es nicht. Erstmal ist es in Farbe. Ja, gut, das ist natürlich das im Übrigen Oblivion Song halt auch, ne? Das aber so eine interessant gemacht, irgendwie so. Sieht so oldschool aus, ne? So oldschool, weil die Farben jetzt, sag ich mal, nicht, es ist jetzt nicht dieses typische, dieses Hautfarben, ja. Sondern manchmal ein bisschen sehr weiß, manchmal ein bisschen ins Gelbstichige und so. Ja, wie so ein bisschen so, verblasstes 60s. Ja, genau, so würde ich das fast sagen. So wirken nämlich auch die Umgebung. Du erkennst die Sachen, das ist wieder so ein bisschen ähnlich Walking Dead-Style. Bei Walking Dead ist es ja auch mehr so, manche Sachen erkennst du, weil du weißt, was es ist, aber nicht, weil es so super gezeichnet ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und hier ist es so ähnlich. Es ist ein anderer Stil, ein eigener Stil. Und von der Story her finde ich es halt auch mal ganz anders. Im Zug zur Arbeit habe ich immer Zeit, Comics zu lesen. Die einzige, ich mache das auf Arbeit. Auf der Moment, wir sind live. Scheiße. ja, hier ist es jetzt, sag ich mal, bei Outcast, es ist nicht dieses Zombie oder so, es ist jetzt Dämonen. Mhm. Dämonen, die Richtung, die Welt ist nicht zerstört, es ist unsere Welt, sag ich jetzt mal. Und es geht um der Hauptcharakter ist Kyle Barnes. Kyle Barnes wohnt total zurückgezogen in so einer Kleinstadt, aber auch in seinem Haus, also er geht so gut wie gar nicht raus und so, weil das erfährst du nach und nach im Comic, dass er sich von seiner Frau getrennt hat und das Kind von denen bei der Frau lebt, weil da irgendwas vorgefallen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und dann trifft er, die einzige Person, die größtenteils immer zu ihm kommt, ist seine Schwester, die dann auch kommt, wir gehen jetzt einkaufen, so, du musst hier mal raus, du musst jetzt mal was machen, bla bla bla. Und dann nimmt er die mit und dann trifft er, während er einkauft, auf den Pastor. Das ist auch noch einer der wenigen in der Stadt, die gut auf ihn zu sprechen ist und mit ihm redet und fragt, wie es ihm geht und sich auch ein bisschen so um ihn sorgt, sag ich mal. Ne? Mhm. So, und dann kommt nämlich auch der Priester an und sagt, hier, Kyle, ich habe da einen Vorfall, da bräuchte ich mal deine Hilfe. Und zwar hat der Priester ist bei so einer Frau, da ist der Junge am Durchdrehen, sag ich jetzt mal so, exorzismusmäßig. So wahnsinnig, kaut an seinen eigenen Fingern, bis die bluten und sie hat ihn schon ans Bett gefesselt und der Priester versucht einen Exorzismus. Okay, ich glaube, daran habe ich schon mal gelesen gehabt. Ich habe es, glaube ich, auch mal im Kopf gehabt. Vielleicht hast du die Serie auch einfach nur die erste Folge geguckt.
der Kann das sein? Ausgestoßen. Also die erste, die Serie kam nämlich, ich Ich glaube, weiß nicht, auch. ich habe so sehr bläuliche Wände in Erinnerung. Ja, zumindest, was ich im Allgemeinen anfangs schwachsinnig finde, warum sagt der Priester, komm mit? Ich meine, der hat anscheinend nichts mit Religion am Hut und versucht da in seiner Wohnung zu bleiben und will seine Ruhe haben. So, das macht erst keinen Sinn. Ja, dann ist er da und dann kommt er in den Raum von den Jungen rein und der Junge sofort, ah, da ist der Outcast, was willst du hier? Und man ist eigentlich nur fast noch verwirrter wie alles andere. Und im Endeffekt, wenn er ihn berührt, dann fängt er an zu schreien. So nach dem Motto, dass anscheinend hat dieser Kyle Barnes irgendwas an sich, was dieser Dämon, der ihn ja anscheinend Outcast nennt, weil der sagt auch, du bist ein Outcast, davon gibt es ein paar oder irgendwie so, ne? Und der zieht ihn dann ins Licht und sorgt auch dafür, der Junge verletzt sich natürlich dabei, wie bei so einem Exorzismus, aber der zieht ihn Wie ins sich Licht das und für irgendwie. einen richtigen Exorzismus gehört. Richtig. zieht ihn ins Licht und die befreien ihn und dann ist der Dämon auch weg. Dann siehst du das wie so eine schwarze Wolke, die sich verzieht. So, und es ist jetzt, das ist ja auch wirklich nur so der Anfang. Also es ist jetzt nicht viel, was ich verrate. Es ist so wirklich der Beginn der Story. Und dann der Junge, blutüberströmt, Nase gebrochen und so, aber total glücklich und die Mutter ist glücklich und nächsten Tag geht er mal wieder in die Kirche und alle gucken ihn böse an, weil der Junge am Bluten ist und die Polizei war auch da und alle denken, er hätte dem Jungen was getan. Und dann erfährst du halt so ein bisschen seine Hintergrundstory. Seine Frau hat sich von ihm getrennt, weil er angeblich die Tochter auch verprügelt hätte. So, und im Endeffekt erfährst du halt langsam, dass die. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist der erste Band und das ist Mitte des Heftes oder so erst, dass die Frau auch besessen war und ihn auch Outcast genannt hat. Und eigentlich war sie das, die die Tochter verprügelt hat. Nur die Tochter kann sich da nicht dran erinnern und die Frau auch nicht und er will dazu nichts sagen. Er will jetzt nichts kaputt machen und hält einfach die Fresse und er tut sich selber halt als ob als Bösen hinstellen. Er sagt einfach gar nichts. Deswegen sind die halt getrennt. Und dann erfährst du halt auch, dass seine Schwester eigentlich nur die Halbschwester ist und er da so in so einem Kinderheim, sag ich mal, aufgewachsen ist, weil seine Mutter auch besessen war. Und da hat er dieses Wort Outcast schon mal gehört. Und anscheinend ist das eine Person, die gegen diese Dämonen angehen kann, aber die Dämonen auch immer zu denen wollen irgendwie und immer mit denen spielen wollen oder so. Das ist noch nicht ganz so raus. Und das baut sich halt im Comic, ich finde das plötzlich total interessant, wie im Comic an jeder Ecke Dämonen auftauchen. Und der das irgendwie vorher noch nie gesehen hat, ungefähr. Das ist so dieses Typische irgendwie, ne? Das ist so ähnlich wie in einem Manga, wenn da Detektiv Conan jeden Tag einen Mordfall hat. Also da müssten in Japan schon alle tot sein, wenn er all diese Fälle löst. Und hier ist es dann auch, dann taucht irgendwann ein anderer Polizist auf und sagt, hier, ich habe von deiner Story gehört, du musst mitkommen, mein Partner ist auch besessen und so baut sich das jetzt langsam auf im ersten Teil. Sehr düster, sehr spannend, nicht dieses typische Walking Dead, finde ich schon mal sehr gut. Ja, Im ist zweiten Band habe ich. interessant. Also, wie gesagt, er hat ja jetzt dann, ne, wo ich vorher bei Oblivion Song geredet habe, mit den verschiedenen Dimensionen und den Alien-Sachen, dann hat er mit Walking Dead die Zombies und jetzt scheint damit dann halt, ne, die Dämonen-Sachen also so ein Und der bisschen hat ja nachzudecken. vorher, vor Walking Dead, gibt es, ich glaube, wie hieß das? Invisible, The Invisibles oder so. Invisibles? Da war das Superhelden. Da gibt es nämlich auch eine Walking Dead-Folge, wo Carl einen Comic liest und das ist von Robert Kirkman. Das war eins seiner ersten. Da ging es um Superhelden. Okay, da eine ganz klassische angefangen. Ja, würde ich auch sagen. nein, also so baut sich das auf. Ich habe den zweiten Band auch schon hier stehen. Der ist ja auch ein bisschen älter. Also Outcast kam ja schon 2015 raus. Da gibt es auch, wie gesagt, eine Serie zu. Ich glaube aber, hat nur drei Staffeln geschafft. Ist nicht ganz so gut wie Walking Dead angekommen. Was ja merkwürdig ist, also das Comic ist ja immer noch Das Comic wird aktiv, weitergemacht, ja. wo man dann denkt, okay, da müsste die Serie eigentlich gut genug in Anführungsstrichen sein. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Serie auch nur, ich glaube, die ersten zwei Folgen gesehen. Nicht, weil sie schlecht war. Nein, man wurde so zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, so überhäuft mit Serien. Da war Lucifer bei, da war Preacher bei. Weißt du, das kam alles so ungefähr zur selben Zeit raus. Für mich. Und das war mir dann einfach zu viel und ich kam nicht hinterher.
Ja gut, das kann natürlich auch sein. Ne? Je nachdem, wie viele andere Sachen gerade kommen, kannst du natürlich in der Menge in Anführungsstrichen untergehen. Auch Ich wenn du glaube eine aber, es gute hat einen Serie anderen gemacht hast. Grund. Ja. Und zwar war das gerade auf Fox, war das angepriesen als, das spielte nämlich dann immer eine Stunde nach Walking Dead, die erste Staffel, Okay. als das rauskam. Und dann war das immer von dem Walking Dead-Macher, Ja, die okay, neueste Serie. Und dann war das halt alles auch so düster gemacht, was auch passte. ja. Ja. Aber ich finde, es war halt mehr auf gedrillt, das ist jetzt das neue Walking Dead, weißt du so. Ja, danach hört sich's an. Also wenn man das so anpreist, dass die Leute dann halt echt ein bisschen was anderes erwarten, wahrscheinlich auch. Und ich Warum glaube, auch deswegen immer. ist das untergegangen. Weil Ja. das Comic an sich finde ich gut und ich fand die ersten zwei Folgen, dadurch, dass ich das Comic gelesen habe, sehr passend. Ja. Und von den Charakteren auch sehr gut gemacht. Ich werde die Serie auch nochmal gucken jetzt am Stück. Ja, ich werde das Heft noch mal lesen. Ich hatte das immer noch auf meiner Liste, aber die Serie, weiß ich nicht. Also wenn die eh abgesetzt ist, bringt das irgendwie nicht so, weißt du? Das kann man als Ja, Lückenfüller vielleicht dann mal. das meine ich auch. Also es ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. Ja, Aber wenn ich jetzt die Comics lese, dann mache ich das gerne, dass ich dann zugleich dann die Serie gucke. ja. Ja, das war's bei mir Okay, mit dir. alles klar. Dann mache ich weiter und ich habe das Rekordheft Spawn 301. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte in einer der letzten Episoden ja auch schon mal drüber geredet. Das ist jetzt ja der gebrochene Rekord von Todd McFarlane, Das sieht sehr cool aus. der jetzt mit Heft 301 den Weltrekord hält für die meisten self-published Comics. Ja, also in Eigenregie releaseden. Produzierten Comics, Einzelheftausgaben ist 301, ja, Spawn das höchste. Die Geschichte, ja, ich hatte ja schon gesagt, das ist ja ein langer Weg, der dahin führte. Die letzten Hefte so von 295 hoch war so ein bisschen so eine Zusammenfassung, was bisher passiert ist. Wir gucken zurück auf 27 Jahre Geschichte, Spawn-Geschichte über das Comic. Man sieht übrigens ein bisschen im Hintergrund das Spawn-Heft 1 so leicht durchwaschen, also das Ja. außer weißen Rahmen übrigens interessant, witzigerweise. Ja, und das ist das, was halt jetzt alles zusammenfügt, ne? Dass das jetzt halt, ja, wie soll ich sagen? Also, es ist interessant, ich finde es interessant, wie er das alles toppen will, was er die letzten 27 Jahre gemacht hat. Ja? Weil immer wieder krasse Sachen kamen und jetzt dann. Irgendwie, so sieht es zumindest aus, der finale Kampf zwischen Himmel, Hölle und Spawn passiert. In Heft 300 fängt das Ganze an. Da sieht man so langsam Stück für Stück, wie er seine Soldaten sammelt, wie sein Plan aufgeht. Das heißt, die Sache ist die, dass quasi Himmel und Hölle im Hintergrund immer, wie soll ich sagen, so wie die Illuminati quasi arbeiten, ja? Also Okay. die haben im Hintergrund haben die ganzen Politiker in der Hand und die ganzen großen Unternehmen in der Hand und solche Sachen. Und er zeigt sich halt jetzt wieder der Welt, also als Al Simmons, der er eigentlich ist, halt, ne, gestorben vor X Jahren, zeigt er sich und sorgt dafür, dass ja die Aktien alle in den Keller fallen, weil er sagt halt hinter dem, ne, ich werde halt alles offenlegen, was passiert ist und. Dann versucht Himmel, Hölle auf politische Art für Krieg zu sorgen, für Chaos zu sorgen, um abzulenken von seinem Wiederdasein und von all seinem, von all den Sachen, die er aufdecken will, quasi. Ja? Das ist so eine Seite, die quasi auf der öffentlichen Kriegsseite passiert, den er führt. Und auf der anderen Seite gibt es halt, dass er im Hintergrund halt die ersten Engel abmurkst, die ersten Höllenleute abmurkst und langsam dabei ist, seine Armee zu bauen. Was halt, wie gesagt, für die wieder ein bisschen cooler ist, die Spawn-Comics schon von Anfang an oder zumindest die alten gelesen haben. Da ist dann Saigor bei. Und solche, also viele alte Charaktere, die tot sind, die er wieder zum Leben erweckt, weil das irgendwie eine Fähigkeit ist, die er jetzt bekommen hat. Weil, wenn man die ersten Comics liest, die Energie von Spawn ist quasi begrenzt. Ja? Er hat jetzt, sage ich mal, ich glaube, es fängt an mit 9.999 Füllungen oder so. Und die gehen halt mit all den Jahren immer mehr in Richtung Null. Jedes Mal, wenn er seine Fähigkeiten nutzt, hat er weniger Ladung davon. Und jetzt geht's, das ist halt auch so eine Sache, die 27 Jahre darauf hingearbeitet wurde, was die große Frage, was passiert, wenn es auf Null ist halt, ne? So, und dann war es immer jahrelang, also das, was viele meinen, wird am Ende nicht sein, ich will das jetzt nicht spoilern.
Ja, dann kommen halt, ne, die ganzen viele alte Bösewichte auch wieder. Also um das zusammenzufassen, um in eine kleine Linie reinzubringen, das ist immer das Interessante. Ich habe das genauso wie ich es jetzt rede, liest man es auch. Und ich habe mir gedacht, boah, bin ich der Einzige, der das jetzt nicht ganz versteht? Ich habe es nochmal gelesen, um zu gucken, habe ich jetzt. Und dann war ich im Forum und habe da mal geguckt, da gibt es ja mal Leute, die Zusammenfassung schreiben oder Erklärungen, und die waren alle genauso ratlos. Also in den ganzen Kommentaren zu dem Comic sagen alle, aber ich weiß jetzt nicht, kann jetzt nicht genau sagen, was passiert. Also was man sagen kann, ist, okay, er sammelt seine Leute für den Krieg, ja. Er geht als Al Simmons an die Öffentlichkeit und will die Geheimnisse von Himmel und Hölle und die Existenz von Himmel und Hölle preisgeben. Und dann passiert nebenbei noch, also es gibt viele Rücksprünge und all die ganzen Sachen. Also das ist, ja, da muss man echt ein paar mehr Hefte lesen, um dann, damit die Puzzleteile endlich zusammengeführt sind. Da muss man sich dann quasi durchbeißen. Es ist halt ein bisschen schwierig, dadurch, dass es halt echt viele sehr, sehr dicke Hefte sind. Und was dann auch noch nicht gerade fördernd ist, ist die Tatsache, dass, und das liegt halt einfach daran, dass es jetzt eine Rekordepisode ist, er alle seine Zeichner, die er mag, mitbenutzt. Ne? So, das heißt, du hast sag ich jetzt mal, die ersten 15 Seiten, die zeichnet Clayton Crane, ne? Der digital viel macht, der viel Venom macht, der halt dementsprechend in dem Stil alles macht. Dann kommen andere und dann wechselt das. So pro Heft, also in beiden Heften sind, glaube ich, jeweils fünf oder sechs Leute, die mal zeichnen. Und das erschwert natürlich das Ganze immer noch mal so ein bisschen, ne? Wenn dann der Zeichner mittendrin dreimal wechselt. Okay, ist es Und denn, sage ich mal, jetzt eine Highlight-Ausgabe als Jubiläum? Weißt du, was ich meine? Da gibt es ja manchmal so Jubiläumsausgaben, wo dann, wie du sagst, die Zeichner wechseln und dann nimmt das Ganze auch nicht für voll, sondern ist es wirklich nur ein Highlight? Achso, nein, Oder? nein, das nicht. Also, es ist tatsächlich schon in Anführungsstrichen die richtige Spawn-Story, die weitergeführt wird. Es ist halt nur einfach aufgrund des Rekordes, dass er sagt: Okay, in Heft 300 und 301 lade ich quasi jeden Zeichner nochmal ein, der mal Spawn für mich gezeichnet hat, So der ein einen Teil, extra Highlight. genau, der so einen Teil der Geschichte miterzählt. Ne, weil es gibt Okay. halt viele Sprünge. Da ist zum Beispiel, was weiß ich, was aktuell passiert, dann springt er 10 Tage zurück. Dann springt er 11 Tage zurück, dann wieder ins Jetzt. Und immer bei diesen Sprüngen passiert es, dass halt zwischendurch der Zeichner dann wechselt, bei quasi den Zeitsprüngen. Okay, das Ne? finde ich aber dann witzig, wenn das wirklich passend zu den Zeitsprüngen ist. Ja, also es geht halt grundsätzlich, aber dadurch, dass sie halt echt manchmal ein bisschen anders zeichnen, da ist zum Beispiel, da gibt es zwei Brüder, die Jagd immer auf Dämonen gemacht haben. Und dann gibt es so einen Hackerfreund, den er hat. Und der Hackerfreund, nachdem dann jetzt ein Ze Sprung, also der ist bei, ne, Sprung 10 Tage zurück, ist der Hackerfreund da, mit dem er diskutiert. Dann geht es Sprung 11 Tage zurück, der Zeichner wechselt. Und da ist ein anderer braunhaariger Typ, der auf dem Motorrad fährt. Und dann bist du am Anfang erstmal nicht ganz sicher, so ist das jetzt wieder der Hacker, der jetzt, Soll ne? das der sein, ja? Genau, weil die halt, dadurch, dass der Zeichner wechselt, das kann halt so ein bisschen passieren. Ich meine, das sind alles super Zeichner, es ist schön anzusehen halt, ne? Hat halt echt einen Nostalgiefaktor, so ein bisschen da alle nochmal zu sehen, die schon mal gezeichnet haben. Und ja, ich bin storytechnisch gespannt. Ich glaube, es wird weniger wild in Zukunft. Ne? Die 304, 5, 6, wie auch immer, wie lange die Story gebraucht, bis sie da erzählt wird, wird dann wieder ein bisschen ruhiger. Ich bin mal gespannt, was kommt. Weil also es ist schwer zu sagen, wenn jetzt der Kampf zwischen Himmel und Hölle wirklich fertig ist, ne? Was bleibt ihm da noch? Was muss er tun? Was kann er tun? Also, es wird sehr interessant, McFarlane halt, also Todd McFarlane selbst gesagt hat: Also, noch sehe ich kein Ende. Ich habe noch genug Stoff zu erzählen. Okay, das wollte ich nämlich gerade Und fragen, das ob ist da das, schon die was. Tendenz zum Ende hin ist. Nee, gar nicht. Also, theoretisch ja, das ist jetzt irgendwie der große Kampf. Aber das ist halt das Interessante, dass er es geschafft hat, über die 27 Jahre hinweg sich immer wieder mehr zu toppen halt. Ne? So, ne, es gab, ich erinnere Ist auch mich der bei. einzige, ne? Ja, es gab bei Heft 150, glaube ich, war es, wo er dann gegen Satan gekämpft hat, endlich. Ne? Das heißt, all die Jahre hat er halt immer gegen Dämonen gekämpft oder gegen den und gegen den. Und dann irgendwann hat er sich immer weiter durch die Hölle vorgearbeitet, bis er wirklich bei Satan angekommen war. Halt, ne? So, Hat und auch das, lang gedauert. ja, und das, ne, das, so, und das war dann in Heft 150. Und dann ging die Story weiter, ne? Sachen, die er herausgefunden hat durch den Kampf mit Satan. Oder das, eigentlich ist es bekannt, dass er ihn getötet hat, quasi. Das ist jetzt kein Spoiler. Ne? Erfährt er wieder neue Sachen, kriegt neue Kräfte, neue Feinde, andere Leute. Und also die Story geht dann cool weiter. Und jetzt dann halt das Finale, das jetzt scheinbar echt der Kampf. Himmel und Hölle tun sich zusammen, um Spawn loszuwerden. Und Spawn sammelt
belebt alte Freunde, alte Alliierten wieder, alte Feinde wieder, die ihm gut gesonnen sind. Und allem Anschein nach auch diverse andere Spawns. Weil Spawn ist ja etwas, was quasi jedes oder alle Jahrhunderte, alle paar Jahrhunderte. Ne? Quasi, wenn er tot ist, kommt genau, ein neuer kommt Spawn. Der nächste. Und Spawn ist halt in Anführungsstrichen erstmal nur der Anzug und nicht der Charakter nicht als solches. Genau, das heißt, da siehst du diverse andere Spawns aus anderen Epochen, würde ich schätzen, so wie es aussieht, und anderen Ländern, die dann dazukommen. Und ja, ich bin gespannt. Also wird scheinbar eine Armee von Alliierten, Zombies und Spawns anführen gegen den Himmel. Die klingt zumindest wirklich nach einem Showdown. Eben, und deswegen wird es, also für mich ist echt, den Showdown, dadurch, dass es ja weitergeht, wird er dann ja quasi überleben oder er kann ja auch nicht auch sterben. Wie gesagt, dadurch, dass es Jenseits gibt und er schon mal aus dem Jenseits zurückgekommen ist, ist das ja quasi Latte, ob er dann sterben würde oder nicht. Ja, ich bin gespannt. Also die Episode war cool und ich freue mich, dass es echt noch weitergeht und dass das Spawn eben genau, oder Todd McFarlane mit Spawn genau zeigt, hey, es geht. Man muss nicht à la Marvel oder DC nach 20, 30 Heften wieder von vorne anfangen. Ne? So. Und dann haben sie ja jetzt versucht, dieses absurde Detective Comic 1300 weiterzumachen ab da, weil sie einfach mal alle Batman Comics zusammengezählt haben und dann gesagt haben, okay, wir haben schon 1000 Comics gemacht, dann machen wir jetzt mit Heft 1300 weiter. Logisch. Ja. DC will ja jetzt auch eine neue Timeline einführen, wo dann alles passend zusammenläuft, dann sogar die sich darum gekümmert, das wird ein großes Projekt, da brauchen wir Monate für, um das irgendwie ordnen zu können. Ja. Vor allem, Alter, vor 2 Jahren war da erst, oder vor 3 Jahren war da erst Rebirth. Es ist quasi jetzt wieder so ein... Ja, eben, boah, das ist Leute, das, was ich meine. Ne? Also Batman, ich habe ja schon... also ich meine, das letzte Batman fand ich cool vor Rebirth, das ging bis Heft 60, glaube ich. Ja, das war gut. Auch mit dem neuen Bösewicht, war das nicht das? Genau, mit Bloom am Ende. Dr. Ja, Bloom, genau, ja, genau. Aber also das Rebirth, war auch eine echt gute Reihe. Das Rebirth war für mich schlecht. Ich weiß nicht, ob es gut geworden ist, aber es hat für mich schlecht angefangen mit dem Superman- und Superfrau-Pärchen, was da war. Das Ach, Gotham und Gotham Girl. Gotham Girl und Gotham, ja, das war für mich, da war es vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Rebirth-Reihe habe ich bei Batman gar nicht gelesen. Ich habe nur Flash, weil ich mit der Flash-Rebirth angefangen habe und das war echt gut. Okay. Boah, sonst gar nicht, sonst habe ich mich überhaupt nicht mit Rebirth befasst. Ich bin natürlich kein Fan von Rebirth, nachdem das vorherige Batman so gut aufgehört hat. Ne, war auch genial, da überhaupt alle Teile episch. Da drin. Ja, also es war sehr, sehr episch und dann ist natürlich schwer, da anzuknüpfen. Ja, klar. Aber und dann auch noch schlecht. Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann, okay, wir haben sich vielleicht gedacht, okay, wir können jetzt nichts Besseres machen, machen wir doch einfach mal was richtig Schlechtes. Noch schlechter, ja. okay. Bin ich dann dran? Kommen wir zum finalen Comic Review des Abends. Großen Abschluss. Und da hat er uns was ganz Besonderes verwahrt. Gerade für dich, ne? Wer öfter mal zuguckt, für den ist das nichts Neues, was jetzt Zinsen ausgekramt hat. Boah, das ist ja geil. Das ist ja geil. So, ich zeige euch mal, welches ich habe, das Cover. Da sieht er irgendwie eher aus wie Dings. Wie Doctor Strange. Auf deinem, auf deinem Cover. Ja, auf meinem. Ja. Ich finde, auf dem, was du da hast, sieht er ein bisschen aus wie Cowboy Bebop. Ich habe mich mal wieder an einen Manga rangetraut. Ich weiß echt nicht, warum ich das überhaupt noch mache. Wenn ich ehrlich bin. Vor allem sehe ich mal von sowas. Wenn so wie das letzte Mal, was hatte ich denn da? Goss, genau. Das war aber auch ein typischer Manga und das war okay. Ich weiß nicht, warum ich Batman oder Justice League Manga lese oder Sherlock Manga. Wie komme ich auf solche Ideen? Also ich meine, ich müsste mich ja selber auspeitschen, dass ich auf diese Ideen komme. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das geholt habe. Das ist auch schon 2 Jahre alt oder 1,5 Jahre alt. Ich kam nur auf die Idee, ich war auf einer Gamescom, Comic-Con, Roleplay-Convention, ich habe keinen Plan. Irgendwo auf irgendeiner Messe war ich und habe das gesehen. Das muss aber dann schon lange her sein, oder? Ja, das ist bei mir. Ja, es ist ja schon 2-3 Jahre, dass das hab. Und da stand erster und zweiter Teil oder so und habe ich gedacht, okay, geil, Sherlock, die Serie fand ich gut. Ich sag mal, vom Zeichenstil, ich habe ja nichts gegen Manga-Zeichenstil und der Stil hier geht sogar ein bisschen in die Richtung Manga und man versucht
das ist ja, das sieht man ja an dem Bild da, das ist ja keine typische Manga-Zeichnung. Ich finde, man Ja, ist ein versucht, bisschen detaillierter, ne? Ein ja, bisschen man versucht westlicher. es schon zu sehen, dass das der Schauspieler ist, weißt du, was ich meine? Aber man versucht es halt in die Manga-Richtung zu drücken. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eine interessante Mischung. Also ist Sherlock, wenn die Fälle so ähnlich sind, finde ich es gut. Dumm, wie ich war, habe ich mir nicht durchgelesen, wie der Fall heißt. Denn der Fall heißt Ein Fall in Pink. Ein Fall von Pink. So heißt die allererste Episode von Sherlock. Jetzt raten wir doch mal, was in dem Manga drin ist. Oh ja, guck mal, es ist die allererste Episode. Komplett gleich. Identisch. Nur mangamäßig gezeichnet. Und dann habe ich gedacht, scheiße, dafür habe ich Geld ausgegeben. Klasse, ein Manga, wo ich die Story schon kenne, weil ich die Folge bestimmt schon 10-mal gesehen habe. Ich lege es dann mal wieder ins Regal. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich habe das ja jetzt schon öfter gehabt mit zu sehr Comics oder Mangas oder sonst was zu Serien. Warum schaffen die nicht etwas Eigenes? Was ist so schwer daran? Ich finde, bei Doctor Who funktioniert das super. Eigentlich, weil du die Sachen immer kaufst, würde ich schätzen. Deswegen funktioniert das oder funktioniert das nicht? Oder das macht doch gar keinen Sinn, was du da sagst. Ich bin nur blöd, dass ich das kaufe. Ja, das stimmt. Warum? Es ist nicht schlecht im Allgemeinen. Es ist halt einfach nur die normale Geschichte. Und ich finde, man hätte ganz einfach auch eine externe Geschichte machen können. Ups, Es jetzt habe ist ich doch dich schon. Manga-Style. Man muss es doch nicht dasselbe machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier wieder irgendeine Datenschutzgesetzrichtung gibt, das nach dem Motto, ihr dürft nichts Eigenes machen. Weißt du, wie ich meine? So, warum probieren die nicht einen eigenen Fall aus? Was machst du da die ganze Zeit mit meinem Gesicht, Alter? Hier öffnen sich leider Fenster über deinem Gesicht. Pornobilder oder? Alter! Hier nee, das nicht. Hatte jetzt auf der Arbeit. Da war ein Was? Opa. Da war ein Opa. Was hat er gesagt, dass er 91 ist? Ja. So, er wollte eine Handschuhe, also er wollte einen. Wie sagt man denn? Wie nennt man die Dinger noch? Eine Beschreibung. Boah, Alter, eine Beschreibung. Beipackzettel. Ne, wie heißen die Dinger? Weißt du, die in so ein Manual, die Ja. früher immer dabei waren, wo du alles lesen konntest, ja? Wollte er haben für sein Tablet. Und dann habe ich ihm gesagt, aber es gibt es nur noch digital als PDF oder ähnliches, ne? Sondern so ein Ja. Benutzerhandbuch. Benutzerhandbuch gibt es sonst nicht Genau. mehr. Nicht heutzutage, ne? Und dann sagte er, wo kriege ich das denn? Ich, ja, hier können Sie einfach nur, ne, auf Ihrem Tablet eingeben, dann können Sie es runterladen. Und dann, ja, können Sie es mal zeigen. Und dann gibt er mir sein Tablet und ich öffne den Browser. Und es sind haufenweise, er hatte so leicht holländischen Akzent, würde ich schätzen. Und es sind alles voll Pornos auf. So sechs, sieben Tabs. German, Grandma, bla bla bla, solche Dinge halt. Also das muss man ihm hoch anrechnen. Er guckt wenigstens Pornos in seinem Altersklasse. Aber ja, das so viel zu Pornos. Ich habe mir dann auch dann, nachdem ich das ihm dann gezeigt habe, wie es geht, das Tablet ihm zurückgegeben und dann schnell einen Liter Sacrotan über meine Finger geschüttet. Ja, ich weiß, am Überlegen, ob ich mir einen Spaß draus mache, einfach mal eine Rotlichtlampe an das Tablet halten. Guck mal, wie es leuchtet. Okay, das war jetzt fast besser wie das Comic. Ja, doch war es auch. Nein, also ich kann es nicht empfehlen. Guckt euch lieber den Film, die Serie an. Zehnmal besser. Wie gesagt, ich finde es schade, dass man nichts Eigenes macht. Was auch schon bei Stranger Things meiner Meinung nach das Problem war. Man hat hier die Möglichkeit, in Comicform auch mal Geschichten zu erzählen, die extern von der Serie passen. Wie gesagt, bei Doctor Who funktioniert es auch super. Ja. Machen wirklich, sie bauen die Charaktere ein und sie bauen manchmal sogar Zeitlinien ein. Aber es sind externe Geschichten, passend zu den jeweiligen Serien, zu den jeweiligen Doktoren. Warum kriegen die das nicht bei Sherlock hin oder bei anderen Serien? Es ist eine Riesenenttäuschung gewesen. Vom Zeichenstil weiß ich nicht. Warum man das macht, damit das so ähnlich aussieht, vielleicht um Leute damit zu locken, die keine Ahnung von Mangas oder so haben. Ich meine, ich wusste, was ich nehme, deswegen war es mir egal, ob Sherlock jetzt aussieht wie Benedict Cumberbatch, weißt du? Ja. Es ist ein Manga, ich erwarte das nicht. Ich habe auch im Justice League Manga nicht erwartet, dass man Batman oder Bruce Wayne erkennt. Mein Batman von mir aus vom Kostüm, aber Bruce Wayne würde ich nicht erkennen und das erwarte ich auch nicht, dann ist es kein Manga.
wenn das so typisch amerikanischer Stil gezeichnet ist. Ja. Also Enttäuschung finde ich voll kacke und werde mir nie wieder ein Band davon holen und bäh. Gut. Ja, ich will ja nicht sagen, dass ich mir das gedacht hätte, aber Gut, ich muss dazu sagen, ich habe mir das nur gekauft, weil ich einen riesen Sherlock, überhaupt Sherlock Holmes Fan. Ich habe auch die meisten Bücher gelesen und so. Es sollte wirklich nur für mich nebenbei mal sein auf einer Fahrt. Es war jetzt wirklich nicht gedacht, mal so eine Review oder sonst was zu machen, sondern wirklich nur einfach mal nebenbei. Und selbst da war ich enttäuscht. Ja, wie sieht's aus bei dir? Für das nächste Mal irgendwelche Comics in petto? Was werde ich bis zum nächsten Mal lesen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe, glaube ich, echt zurzeit nichts Neues. Ich gucke immer fleißig nach neuen Sachen. Ich muss mich mal in meine alten Quellen durchschauen, was da Leute wieder empfehlen. Ansonsten habe ich echt aktuell nichts Neues. Was ich jetzt dann wieder lesen möchte, und das ist so die Idee, die ich hatte zu dem Special, dass wir das vielleicht mal machen, ist The Walking Dead, dadurch, dass es jetzt fertig ist, mal Ja, hatten fertig wir zu ja mal gedacht, lesen. ja. Dass wir da mal ein Special zu machen. Aber das sind ja auch 193 Hefte in Einzelheftvarianten. Ich kenne jetzt nur vom Deutschen, ich glaube, das sind das 32, 33 oder sowas, ja, diese Bände, Bücher. Genau, die Bände, ja. ja, das, genau, das sind immer so um die 5 bis 6 Hefte. Und Ja. dann passt das ja, dann sind das die 150 bis, ja. Ist es denn auch jetzt nur der 33. Band der letzten? Ist letzten Monat rausgekommen. Okay. Letzten oder diesen Monat, letzten Monat, also ist noch nicht alt. Okay. Mir fehlt eh noch zwei Bände bis dahin, also die muss ich mir auch noch holen. Ja, weil das wäre so meine Idee, dass wir das mal machen. Ja, das können wir mal machen. Dass wir dann vielleicht einfach mal sagen, wir machen in 2 Wochen ein Walking Dead Special. Dadurch, dass die Serie jetzt zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob wir das in 2 Wochen, würde ich jetzt nicht so, weil ich nicht Ja, weiß, ob ich okay, das nee, bis dahin alles schaffe. das ist wohl Nee, wahr. ich will es lieber vorweg sagen, weil, wie Ja. gesagt, mir fehlen noch zwei, drei Bände. Ich muss mir die erstmal holen, dann Insel. Wenn ich die jetzt bestelle, dann sind die erst in einer Woche da, wenn ich Pech habe. Naja, na, kein Stress, kein Stress. Also, das ist die Grundidee. Ansonsten, die nächste Zeit, was ich noch lesen werde, ist, ich habe immer noch nicht Deadly Class, das auf meiner unbedingt Lesenliste ist. Vielleicht schaffe ich das bis zum nächsten Mal. Ja, und dann, was gibt es denn noch an Ongoing-Serien? Es gab noch irgendeine. Achso, Black Science würde ich auch nochmal weiterlesen. Darüber werde ich Black wahrscheinlich Science, dann ja, hast du ja reden. schon mal. Genau. Ansonsten ebenfalls fertig ist die Kurzepisode von Sharky, dem Bounty Hunter. Oh ja, da würde ich mich mal für interessieren. Das muss, erinnere mich mal später dran. Ja, Space Bandits müsste auch bald fertig sein, weil ich habe jetzt, also nachdem ich das Heft 1 gelesen habe, um zu gucken, ob es was für mich ist, warte ich dann jetzt, bis alle Hefte da sind, bevor ich es lese, damit ich halt die Story im Ganzen fertig habe. Das waren ja alles so 5 Heft-Dinger. Sharky ist fertig. Ja, Space Bandits sollte auch bald soweit sein. Das werden dann wahrscheinlich Sachen sein, die ihr beim nächsten Mal in unserer Review erwarten könnt hier. Ja, bei mir ist, ich habe Spawn Kills Everyone. Ne, das ist so ein bisschen auf witzig gedrillt, so ein bisschen I Hate Fairyland Style, kann man sagen. Spawn, wirklich so ein kleiner Spawn, wie so ein Kind, sag ich mal, läuft auf so einer Comic-Con rum und alle gehen ihm auf die Nerven und er zerhackt alles. Also, wenn ich sage alles, dann alles. Da ist Ash Ketchum als Pokémon-Trainer dabei, da ist Batman, Iron Man, Predator, Alien, Terminator. Ich habe keine Ahnung, da ist alles dabei. Es ist natürlich absolut überdreht, aber man versucht es auch gar nicht. Man versucht es nicht mal realistisch zu machen. Er soll einfach alles in Stücke hacken und dann liegt dahinter, das ist noch nicht mal am Ende des Comics, aber nach dieser Comic-Con, wo er so viel kämpft und so viele platt macht, liegt er irgendwann einfach gemütlich im Bett und grinst und was mache ich denn morgen, so nach dem Motto. Also es ist einfach auch witzig gedrillt und das ist okay, es ist okay. Man muss da nichts Festes draus machen, das werde ich lesen, das wird super. Dann habe ich Shazam mal wieder ein bisschen Mainstream-mäßig, weil ich den Film gesehen habe und da auch eine neue Reihe rausgekommen ist. Und ich will eigentlich nur mal in das Thema rein. Ich will wirklich nur mal reinlesen und gucken, ob es was für mich ist. Weil den Film fand ich jetzt, war kein Oberhighlight, aber es war ein sehr witziger Film und war mal was Neues im Superheldenmäßigen. So dadurch, dass das Kinder sind und so. Und ich kann mir das im Comic-Style halt sehr cool vorstellen, deswegen will ich da mal reinlesen. Ja. Okay. Gut. Klingt nach einem Plan. In diesem Sinne, Leute, wollen wir euch nicht lange aufhalten.
Eben. das Outro kommt und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bis denn.